Reparaturkits kaufen. Aber das sieht doch schon mal gut aus. Meine lieben Freunde, wir haben eine Autoreparaturanlage gebaut. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Hydronia in der Version 2.0. Meine lieben Freunde, beim letzten Mal haben wir schon ein bisschen experimentiert mit Logikschaltungen. Und wir haben jetzt mal Folgendes gemacht. Wir haben hier so eine Testanlage aufgebaut. Und wir haben die tatsächlich beim letzten Mal noch gar nicht getestet, ob ihr es glaubt oder nicht. Weil ich dann am Ende nochmal so ein paar Truck-Probleme hatte. Genau, das machen wir jetzt mal. Wir sehen, der Auslesekopf hier oben liest jetzt einen Wert von 0 aus. Und das müsste eigentlich Imshing hier das Signal geben, dass er reparieren soll. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir da noch Reparaturkits reinstopfen. Die Teile muss man nämlich aufladen. Ah, tatsächlich. Guck mal, es hat funktioniert. Absolut phänomenal, wenn ich das mal sagen darf. Nicht schlecht. Und dann geht's wieder runter, seht ihr das? Das ist ja einfach. Also, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist. Weil da haben einige geschrieben, ja, das ist voll schwierig und kompliziert und da musst du voll viele Sachen beachten. Ich dachte mir nur so, hä, das ist voll einfach. Das habe ich sogar größtenteils alleine geschafft, ja. Also, ich habe wirklich nicht wirklich oft in den Chat geguckt. Ich habe immer erst meine eigenen Überlegungen angestellt und habe ich nochmal in den Chat geguckt, ob das sich ungefähr deckt mit dem, was ihr schreibt. Also ich habe das größtenteils selber hingekriegt. Es ist jetzt nicht so schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde es jetzt nochmal versuchen, ein bisschen kompakter zu machen. Also wir brauchen wieder das Lasergerät. Für den zweiten Dings machen wir das jetzt halt nochmal. Guck mal, wir können ja im Grunde das auch so machen, ne? Dass wir hier einfach den Laser hinmachen. Dann direkt eine Kurve drunter. Weil wir brauchen ja eigentlich diesen Anzeiger für den Wert. Den habe ich ja nur für meine persönliche Orientierung dahin gebaut. Bei der ersten Variante. Und den brauchen wir eigentlich gar nicht wirklich. Das heißt, wir können die gerade dazwischen ja eigentlich auslassen eigentlich. Da sparen wir uns ja ein Kabel. So, das heißt, warte, so. Genau, und dann können wir ja da unten dran eigentlich schon die gerade machen, wo dann der Umschalter oder wie auch immer das heißt, wo der dann dranhängt. So, und dann eine Kurve. Erstmal diesen mit den Pfeilen hier. Ist es das Ding? Oh, habe ich jetzt den falschen gekauft? Validator Hook. Warte mal ganz kurz. Mann, ich blicke hier überhaupt nicht durch. Warte mal, da liegt es, glaube ich. Was ist das Ding? Ja, das brauchen wir, genau. Mann, jetzt habe ich Frosch im Hals. Ist immer typisch. Immer wenn die Aufnahme startet, habe ich einen Frosch im Hals. Schrecklich. So, jetzt hier Kurve. Geh raus, Frosch. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns die Logik jetzt auch reinziehen in Hydronia, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die ist immer am Anfang des Videos rechts um der Ecke verlinkt oder am Ende. Und ihr könnt mir in den Kommentaren natürlich auch gerne weitere Tipps geben, was ich so beachten soll. Wo ist denn jetzt das Reparaturdings? Ah, hier. Nee, doch. Moment. Nee, hier. Das ist Reparatur. Nee. Ich habe das Reparatur und das Auslesedings verwechselt. Ja, war doch falsch. Siehst du, ich muss auch hingucken. Mensch. So, ach so, passt das da jetzt überhaupt noch drunter? Hier braucht man, manchmal sieht man das voll schlecht, wo das, ah! Mein Gott, habe ich mich erschrocken. Manchmal sieht man das voll schlecht, wo die Sachen installiert werden, oder? Das ist manchmal voll schwer zu erkennen. So, warte, hier, das muss dahin. Ich will es mal kompakter versuchen jetzt, wie gesagt. Mach mal den Invertierer einfach weiter oben. Alter, warte mal, kann ich das nicht mit dem Mausrad näher ranholen? Ja, ich kann das mit dem Mausrad näher ranholen. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Wenn man Mausrad nach zu sich hindreht, dann zieht man die Sachen beim Bauen ein bisschen näher ran. Das ist sonst hat man so einen riesen Abstand irgendwie. So, genau so. Dann dahin. So, und jetzt brauchen wir das Ding. Den Reparierer, oder? Müsste das jetzt nicht eigentlich? Hey, jetzt ist das wieder zu nah. Warte. Nee, ist jetzt zu weit weg, oder? Nee, da brauchen wir jetzt doch noch eine gerade. Da brauchen wir wohl noch eine gerade. Warte, gerade. Da. Und dann. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Dann warte, wir müssen da natürlich noch neue Reparaturkits reinstecken. Also erstmal eins hier rein. Da können wir ja eigentlich den Werteausleser da auch noch installieren bei dem zweiten da. Ist es jetzt überhaupt kompakter? Warte mal.
Hier haben wir 1, 2, 3, 4 Kabel. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Kabel. Hier haben wir ein Kabel mehr, siehst du? Genau, weil wir da noch eine Kurve nach oben gebraucht haben, genau. Ja, dann können wir das hier eigentlich jetzt auch anders aufbauen, komm. Warte, dann machen wir das jetzt auch so. Zit, zit, zit. Schön. Schönes Geräusch. So, dann sind die schön übereinstimmend, die Anlagen, dann passt das. Muss ich vorher dann eigentlich die Reparaturkits wieder rausnehmen? Warum macht er das denn jetzt hier nicht? Falsche Seite. Muss ich dann eigentlich die Reparaturkits erstmal wieder rausnehmen, wenn ich das jetzt umplatziere hier alles? Weiß ich alles nicht. Jetzt ist es doch ein bisschen nah dran. Nee, warte, das ist falsch. Das wollen wir so rum haben. Ich will ja auch sehen, was da steht. Ah, genau, da brauchen wir jetzt kleine Dings. Da können wir das jetzt einfach hier... Ich hoffe, die sind da jetzt noch drin, die Teile. Bär kontrolliert deine neue Konstruktion erstmal. Wieso? Er repariert nicht. Warum? Achso, der hat nicht stimmt. Das ist ja hier unten 0, weil der hat ja noch kein Signal ausgegeben. Warum repariert er nicht? Er trifft das Ziel nicht. Okay, das ist schlecht. Also muss ich es doch so bauen wie auf der anderen Seite oder was? Das erste war besser. Da muss ich es wohl doch wieder genauso machen. Siehst du, wie gewonnen, so zerronnen. Und dann, was hat er da? Genau, so. Dann hier eine Kurve rein. Ja, ich hatte gedacht, das funktioniert so. Aber das ist halt das Blöde. Man kann nicht richtig erkennen, finde ich, ob das jetzt richtig ausgerichtet ist oder nicht. Ne? Also ich finde das noch ein bisschen problematisch. Aber ich habe da, wie gesagt, noch kein Gefühl dafür. Ich habe da noch kein Gefühl dafür entwickelt, wo die richtigen Stellen sind. Und Alter, und dann schnappt das auch immer so hin und her. Ne? Das, sowas regt mich auch ein bisschen auf, sage ich ganz ehrlich. Genau, nee, dann passt das ja so, nicht wahr? Dann haben wir es ja richtig gemacht am Anfang. So, genau. Und, wow! Stopp! Nein, 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 aufhören! Der verschießt hier gerade die Reparaturkits. Du ist gut hier mit Sitz. Ich hatte ja nicht gewusst, dass sie mir Elektroschocks geben würden. So, warte hier. Nein, das muss da weg, da. Jetzt, welcher ist denn jetzt hier? Den hier brauche ich, genau. Den Invertierer. Warte, wir machen erstmal nur eine normale Gerade dazwischen. Jetzt habe ich, glaube ich, gerade zwei Reparaturkits verschwendet. Kann das sein? Der hat die da so in die Pampa reingeschossen. Das ist natürlich nicht so geil. Das soll er ja nicht machen. Aber das ist eben die Sache mit der Automatik. Das macht dann Sachen auch automatisch falsch, wenn man dann da rumdoktert und so. Genau, warte, gib mir das. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er nochmal reparieren kann. Nee, jetzt kann er natürlich nicht reparieren. Kann man die anderen Kits wieder aus dem anderen Gerät rausholen irgendwie? Habe ich jetzt noch welche? Nee, jetzt habe ich keine mehr, wa? Ach. Okay, dann muss ich nochmal losfahren, nochmal welche kaufen. Wollen wir ihm sagen, dass er mit dem Mausrad die Entfernung der Platzierbahn... Hey, habe ich doch gerade gesagt. Aber das ist trotzdem manchmal komisch mit dem Platzieren. Egal, ob ich das weiter wegziehe oder näher ranziehe. Habe ich doch gerade gesagt, dass das geht. Muss auch zuhören, lol, was ich sage. Nicht einfach irgendwas reinschreiben. Trotzdem ist das nervig mit der Platziererei. Unabhängig davon, ob ich da das entfernen kann oder nicht. Nee, halt, ich wollte Kids kaufen. Also, das ist das, was vorhin schon jemand geschrieben hatte oder in der letzten Episode. Das Spiel braucht so ein bisschen so ein paar Quality-of-Life-Sachen. Also so ein paar Quality-of-Life-Änderungen, damit manche Sachen einfach ein bisschen angenehmer funktionieren halt. Also damit manche Sachen auch ein bisschen besser sind in der Orientierung. Dass man einfach besser erkennt zum Beispiel, wo man bestimmte Sachen platzieren muss. Dass vielleicht einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Auslesegerät platziere für den Zustand von einer bestimmten Sache, dass der mir dann auch anzeigt, auf was der gerade ausgerichtet ist, also welches Teil er gerade ausliest, dass das einfach markiert wird. Was ich am Anfang ja auch gedacht hätte, dass er das mir anzeigt, aber das war nur mein eigener Cursor gewesen tatsächlich. Mein Geld liegt im Helm drin. Das war nur mein eigener Cursor gewesen tatsächlich, der mich da getäuscht hatte. Und ich dachte eigentlich, er zeigt mir das an, auf welches Gerät, ach Gott, auf welches Gerät mein Gerät ausgerichtet ist, ja. Aber das ist völlig, meine Güte, drück halt E und nicht Q. Das Gehirn ist einfach nicht dafür gemacht, zwei Tasten zu benutzen an einem Fahrzeug und das eine aber auch nicht zu benutzen, wenn das andere nicht benutzbar ist, damit man das andere nicht benutzt. Junge, Junge, ey. Nun komm mal klar hier, mit E, Herr Spielbär, mit E. E ist aufheben und abwerfen, nicht Q. Junge, Junge.
Mindesteskalation am Start hier. Damit das mit der Logik logisch wird, genau. Oder dass man auch beim Graben und so, dass man da einfach nochmal ein bisschen eine bessere Orientierung hat, wo man was abträgt, so. Ich meine, das kann ja auch eine optionale Option sein, so ein Overlay zum Beispiel, so eine Hilfe, dass man einfach eine bessere Orientierung hat bei einigen Sachen. Nicht so ganz zu umreißen. Ich fahre mal ganz kurz zur Börse. Ich will mal gucken, wie die Börsenkurse stehen. Aber bestimmt ist wieder schlecht, wa? Sieht wieder schlecht aus. Ist schon wieder ein rotes Pfeilchen. Ah, aber immerhin 93,8 ist schon mal besser als beim letzten Mal, als wir hier waren. So, dann stecke ich dem jetzt nochmal hier ordentlich was rein, dem Reparaturinski. Guck mal, dann haben die beide jetzt 14. Hier kann man den Wert auslesen, wie viele Kids drin sind. Das ist auch ganz gut. Die Sonne geht gerade schon wieder unter, ne? Ich kann auch mal mich hinlegen und schlafen. Kisten öffnen in fast jedem Spiel... ist in fast jedem Spiel auf einer anderen Taste, ja. Das ist auch so komisch, ne? Jedes Spiel macht die gleichen Sachen gefühlt oft auch immer einfach so ein bisschen anders, dass man einfach zum Beispiel andere Tasten für dieselbe Sache benutzt und so. Und manchmal denke ich mir einfach, warum kann man nicht einfach viele von diesen Standardsteuerungsvorgängen einfach so ein bisschen vereinheitlichen? Ich meine, gut, man muss dazu fairerweise sagen, es ist teilweise schon einheitlicher, als es teilweise in den 90ern und frühen 2000ern war. Aber trotzdem, manche Sachen sind immer noch sehr uneinheitlich gelöst. So, jetzt müssen wir noch eine weitere Anlage platzieren, tatsächlich. Habe ich jetzt noch einen Laser? Ja, hier, nee, Moment, das ist noch ein Reparatur. Habe ich noch einen Laser? Ein Auslaser? Ich glaube, mir fehlt noch ein Auslaser. Habe ich nicht noch einen gekauft gehabt? Oder habe ich den hier hingeschmissen irgendwo? Nee, habe ich wohl den Auslaser nicht gekauft. Da müssen wir nochmal losfahren. Erstmal nochmal alles vom LKW runternehmen jetzt. Und nicht jetzt irgendwie hier daherreden. Nee, dann haben wir wohl keinen Auslaser. Oder ich bin wieder blind. Das hier ist ja der Reparatinski. Logik Autoreparatur, genau. Oder ist der mir hier runtergefallen irgendwo? Habe ich hier noch was hingeschmissen aus Versehen? Nee. Nee, dann habe ich den einfach nicht gekauft. Okay, also warte mal. Wir haben jetzt für die ersten zwei, haben wir jetzt eine Autoreparatur. So, dann brauchen wir ja noch, jetzt haben wir noch einen Reparatinski. Dann brauchen wir noch zwei Reparatinskis und drei Lesegeräte. Und nochmal so ein Pfeildings hier, so ein Abgleichdings. Weil das war ja hier das Lesegerät. Also drei von den Dingern noch. Und dann natürlich auch noch Kabels. Mehr Kabels. Wie viel Geld haben wir denn noch? 6.000. Da müssen wir mal gucken. Das reicht, glaube ich, nicht. Da müssen wir noch mal eine Kette verkaufen vorher. Ich habe 5 Bohrer nebeneinander und 5 gegenüber gebaut. An der Pumpe habe ich alle Verstärker. Das Ding geht ab wie Schmidts Katze. Okay, alle Verstärker, okay. Ich habe auch alle Verstärker bei mir, aber nur weil das Rohr halt so lang ist, muss ich die halt benutzen. Ne? Das Rohr ist halt mega lang und damit der Druck halt ausreicht, habe ich die halt benutzt. Diese Druckverstärker. Genau, ich habe sogar noch einen da hinten drauf, sehe ich gerade. Aber das, ich habe, glaube ich, 5 gemacht. Warum auch immer ich 5 gemacht habe. Hobsons Powerworks. So, warte, mach mal wieder mit Trick 17. Trip 17, genau. Hier aussteigen, genau. Und dann hauen wir uns da mal richtig den Wanst voll jetzt hier. Also wir brauchen 3 von denen. Oh, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Komm, jetzt mach mal hier Kondensation im Gehirn. Ich glaube, ich muss wirklich mehr Powerbeeren essen, bevor ich dieses Spiel spiele. Ich habe noch nicht genug Powerbeeren-Intos, glaube ich. Okay, also jetzt 3 von denen. Was habe ich jetzt neu gesagt? Ich brauche 2 von denen. Und dann brauchen wir auch mehr Kurven. Nehmen wir mal 6 Kurven noch mit. Hoffentlich liegt das auch alles auf der Verkaufsfläche jetzt. Einfach so ein bisschen auf Reserve noch ein paar Sachen mitnehmen. Hä? 1900, also Geld. Ja, ich weiß. Diese Zechpreller immer hier. Yes, so wie da ist jetzt was nicht bezahlt worden. Bärchen und Blo... ja, ist okay, das Geld schwebt da über mir, genau. Ich hoffe, ich habe jetzt alles eingepackt. Ich hoffe, es wurde auch alles bezahlt. Mal gucken. Na? Nein! Ich wusste es! Stopp halt an, Mann! Es ist nicht alles bezahlt worden! Okay, warte, wir haben von denen 1, 2,
So, die Dinger hier hat er anscheinend bekommen, die Pfeildinger. 1, 2, 3 braucht man da. Das ist hier das dritte, ne? Genau. So, okay, er hat die Reparierer hat er nicht gekauft, wie es aussieht. Die Scanner hat er hier, ein Scanner hat er gelöscht, glaube ich. Da braucht man ja, glaube ich, 3. Ja, ich leg das jetzt, komm. Ich leg das jetzt hier hin und kauf das so. Das riecht mich auf schon wieder hier. So, 2 davon. Das ist auch voll inconvenient. Ich meine, Physik in allen Ehren, aber kann man das nicht irgendwie so lösen, dass man da nicht irgendwie so komisch da auf die Plattform drauf fahren muss, dass man wenigstens Platz hat, um da hinzufahren, ja? Das wäre halt schon mal ein bisschen geil. Das sind so diese Quality of Life Sachen, glaube ich, die da gemeint waren. Das sind einfach so Sachen, die müssen nicht sein, finde ich. Das kann man auch ein bisschen schöner machen, dass man da mit dem Auto direkt... Alter Schwede, dass man mit dem Auto auch direkt drauf fahren kann einfach. Auf die Planke. Also so richtig drauf, dass man da nicht ständig noch navigieren muss und sich in die Ecke quetschen muss halt. Immer diese autofeindlichen Anordnungen. Unglaublich. Deswegen mit dem Handkarren. Nein, ohne Handkarren. Ohne Lastenrad. Direkt mit dem Auto von Supermarkt einladen und fertig. Bin doch hier kein Öko. Ah! Dieses Berg und Teil. Ich muss mehr Atombomben zünden, damit wir hier mal ein bisschen diese Hügel loswerden. Ich brauche mehr Atombomben. Ich brauche mehr Geld für Atombomben. Story from the life of Kim Jong-un. Mach mal erstmal die Reparaturdinger in einer Reihe. So. Dann, wo ist der andere? Das ist ein Laser. Laser. Laser, hä? Warte mal, hier, genau. Moment mal, hä? Okay, egal. Habe ich nicht... Ich glaube, ich habe einen zu wenig gekauft. Jetzt kann das sein. Ich glaube, ich habe einen zu wenig... Also, ja, jetzt... Nee, Moment, hatte ich... Moment, nee, Quatsch, nein, ich hatte ja noch einen. Nee, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Mein Gehirn hat sich schon wieder getäuscht. Alles gut. So, jetzt die Reparierer hinstellen, hininstallieren. Kommen wieder auch an dieselbe Stelle, auf dieselbe Welle. Setzen, hallo, jetzt. Manchmal klicke ich und dann passiert nichts. Sauerei. Zit, 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 zit. Zit, zit. Zit, zit, zit. Gib mir das. Einer müsste noch... Stimmt, einer lag noch vor Ort. Genau. Komplett richtig. Absolut richtig erkannt. Ich habe es natürlich nicht richtig erkannt. Warte. Ich brauche noch eine Kurve. Kurve, Kurve, Kurve. Kurven habe ich ja noch einige. Da habe ich ja jetzt ordentlich gekauft. Aber wir wollen ja sicherlich auch noch andere Dinge automatisieren. Von daher passt das ja, wenn wir hier auch noch ein bisschen so einen kleinen Kabelüberschuss am Start haben. Ich meine, ihr habt ja gesehen, man kann ja noch ganz viele Sachen automatisieren. Man kann ja die ganze Anlage automatisieren eigentlich. Das klingt wie so Bienen oder so. So ganz leicht bienenmäßig klingt das. Biene me up, Scotty. Warte. Gerade. Wie geil ist das denn, meine lieben Freunde? Eine riesige Reparaturanlage. Geilomat. Hier, guck mal, so. Und dann schiebt das mal da noch so rein. Genau. Einmal dahin. Dann einmal so. Dann braucht man diesen Abgleich da, den, oder den Ausgleicher. Wie heißt das Ding nochmal genau? Also erstmal braucht man eine Gerade dann noch. Dieser mit den Pfeilen halt, genau. Dieser mit den Pfeilen halt. Der mit dem Pfeil tanzt. Hier, genau. Setz das mal da so rein. Genau, so, ja, so. Einmal das. Dann nochmal eine Gerade. Es ist schon ganz schön aufwendig, ich meine, aber dafür haben wir dann weniger Aufwand, weil wir dann nur noch die Reparatinskis reinstecken müssen, ne? Das hat halt dann wieder den Vorteil, dass es weniger wartungsintensiv wird alles. Man kann das dann einfach länger laufen lassen, ohne dass man da dann anwesend sein muss. Und das ist gerade bei den Anlagen wichtig, die halt einen hohen Ertrag haben. So, halt, Moment, bevor wir das jetzt anschließen, müssen wir jetzt erstmal die Pfeildinger machen. Sonst kriegen die nämlich schon Kontakt und fangen schon direkt an zu reparieren.
Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja das erst reparieren, wenn sie das Signal bekommen. Also, mein gut, muss ja erstmal Zeug reinstecken auch. Stimmt, da muss ich auch mal gucken, ob wir überhaupt jetzt das Zeug dazu haben. So, jetzt Kurven installieren. Jetzt kriegt er die Kurve, nice. Wechselrichter nennt man das, okay. Ja, das scheint plausibel, ja. Er wechselt, ja, und richtet, ne? Er wechselt und richtet, das passt. Haben wir jetzt überhaupt noch Geld für Reparatinskis und wie viel ist denn da jetzt schon an Haltbarkeit verbraucht? Da sind es 81, 42, 3. Okay, hier, der hier braucht auf jeden Fall demnächst Zeug. Der wird gleich wieder reparieren. Warte, dann gib mir hier mal gleich schon mal... Da gleich mal was rein. Und dann steck ihm gleich noch mal was rein. Ja, und die beiden hier, die haben erstmal Zeit. Also jetzt müssen wir Reparaturkits kaufen. Aber das sieht doch schon mal gut aus. Meine lieben Freunde, wir haben eine Autoreparaturanlage gebaut. Guckt euch das doch an, wie cool das ist. Nie wieder selber was reparieren. Einfach Zeug kaufen und einfach machen lassen. So muss das sein. Automatisierung, meine lieben Freunde. Oder Gleichrichter, genau. Das kann man eigentlich auch Gleichrichter... Ja gut, Gleichrichter... Aua, ich habe mir einen Kopf am Rohr gestoßen. Mal schön seinen Kopf stoßen am Rohr. Hervor. Der hat doch keinen Helm auf, der Typ, ne? 1800 haben wir noch an Geld. Guck mal, da können wir doch noch mal schnell rüberfahren und noch mal schnell ein paar Reparaturkits einsacken. Es passen maximal 20 Reparaturkits in eine Autoreparatur. Ja, wenn der Wert auf 100 ist, da war an der Seite, dann schätze ich mal, ist das Reparaturdings voll mit Kits. Vielleicht, jetzt wäre nochmal eine Überlegung, ob man auch die Reparaturkits vielleicht irgendwie herstellen kann, automatisiert, und dann vielleicht einfach auch automatisiert nachfüllen kann. Oder, ob es irgendwie einen Container gibt, wo man einfach ganz viele reinfüllen kann, die dann automatisch dahin transportiert werden, automatisch reingepackt werden. Das wäre noch irgendwie geil. Wenn man die irgendwie noch automatisiert befüllen könnte, die Dinger. Geld. Aber es geht bestimmt auch, bestimmt aufwendiger, aber ja. Das wäre noch so eine Idee. Wie baut man eine Autoreparatur? Das habe ich gerade alles gezeigt. Jetzt muss ich erstmal auffüllen, die Dinger. So, einmal. Zweimal. Dreimal. Kaufen wir mal ordentlich hier. Legen wir mal ordentlich einen drauf. Und noch mehr, komm. Wir kaufen jetzt hier, bis das Geld weg ist, bis wir nichts mehr übrig haben. Kaufen wir jetzt Reparaturkits. Und der Zeitpunkt ist jetzt auch gekommen. Noch eins können wir uns leisten. 1700, jawohl. Jetzt haben wir noch 48 übrig, sehr schön. Schunderwöhn, meine Lieben. Oh. Nicht cool drücken zum Ablegen. E drücken zum Ablegen, Herr Spielberg. E drücken, immer noch. So, rauf tata, rauf tata. Wer braucht schon Helme? Stimmt, ich kann ja... Stimmt, ich bin ja auch blöd. Ich habe doch einen Helm da drauf. Ich kann doch selber einen Helm aufsetzen. Ho, 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 ho. Aber ich finde, das stört immer so ein bisschen, dass da oben dann so dieses Visier zu sehen ist. Ich finde, das Visier dürfte nicht zu sehen sein. Oder zumindest ein bisschen subtiler sein müsste es. Aber sehr aufwendig. Ich würde seltsamerweise auch... Ich drücke seltsamerweise auch dauernd Q zum Ablegen. Ich weiß gar nicht, woher das eigentlich kommt, dass ich immer Q drücke, wenn ich was ablegen will, muss ich ganz offen zugeben. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist, muss irgendein einem anderen Spiel muss das sein, glaube ich. Mit dem Q zum Ablegen. Das habe ich mir bei irgendeinem anderen Spiel angewöhnt. Aber ich weiß echt nicht, bei welchem. So, jetzt haben wir alles hinten drauf, oder? Geld habe ich jetzt ja auch schon abgeholt. So, da müssen wir die Dinger... Vor allem, wenn er ins Auto einsteigen will, muss man ja auch Q drücken. Aber dann wirft er den Helm halt ab. Das ist auch so dämlich. Statt dass er den Helm einfach auflässt im Auto. Das irritiert einen halt auch immer jedes Mal. Wenn er dann einfach vorm Einsteigen einfach den Helm abnimmt. Das war doch Minecraft. Ich habe ewig kein Minecraft mehr gespielt. Meint ihr, Minecraft hat mich so hart durchkonditioniert,
dass ich das von Minecraft so verinnerlicht habe, dass ich sofort Q drücke zum Wegwerfen immer. Kann auch sein, dass es bei Station Years war. Also ich glaube, das ist nicht das einzige Minecraft, was Q als Wegwerftaste hat. Gibt es bestimmt noch andere auch. So, jetzt füllen wir das erstmal gleichmäßig auf. Und jedes Reparaturkit kann ja auch mehrfach reparieren, ne? Jedes Reparaturkit kann 5-mal reparieren. Das heißt, guck mal, hier steht jetzt nämlich auch eine 4 und nicht eine 5. Das heißt, das hat jetzt einmal schon das Reparaturkit eingesetzt. Das heißt, das Reparaturkit, was schon drin war, kann noch 4-mal reparieren jetzt. Quasi. Das heißt, das hält dann eine ganze Weile. Wenn man die wirklich, wenn man 20 Kits einfüllen kann in jede Anlage, in jeden Reparierer, Autoreparierer, kann man wirklich sehr, sehr lange, ohne dass man da nochmal auffüllen muss, das Ganze laufen lassen. Also es ist dann eine einmalige Investition, die natürlich ein bisschen teurer ist. Aber wenn man das mal gemacht hat, hat man einfach eine ganze Weile dann Ruhe und muss nichts machen. Das ist halt schon der Vorteil daran, nicht das Rohr. Ach komm, so genau, warte, jetzt hier 15, 15, hier müssen wir noch einen reinmachen, genau. 18, 14, 14, 15, 15. Eigentlich müsste man hier vorne mehr reinpacken als hier, aber ich mache es jetzt mal gleichmäßig, weil die verbrauchen sich ja hier schneller als die hier hinten. Genau, so jetzt kann diese Anlage sehr, 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 sehr lange durchlaufen, meine lieben Freunde. Oh, warte mal, habe ich das gerade richtig gesehen? Hat da nur eine? Ah, nee, okay, nee. Die sind aus dem Takt, die beiden. Okay, nee, alles ist gut, alles ist gut. Wie viel ist denn hier schon zusammengekommen? Guck mal, das ist doch schon eine ganze Menge. Ja? Wir lassen mal diesen Edelstein noch rödeln, genau. Und dann ziehen wir hier das Hebelchen. Oh, warte, kommt noch einer? Warum drückt er denn jetzt wieder nicht? Jetzt. Jawohl, ja, guckt euch das mal an. Ich glaube, wir brauchen hier mal noch eine Waage und so. Dass man mal hier, und auch die Sachen zum Schmieden und sowas alles. Wir haben hier keinen Amboss, wir haben hier keinen Hammer. Jetzt habe ich natürlich das ganze Geld für Reparaturkits ausgegeben. Wir müssen mal hier die ganze Anlage mal ein bisschen aufrüsten hier sozusagen. Mal ein bisschen mehr hier an den Start bringen noch. Ich lege mich mal hin und schlafe mal kurz. Das Ganze beim ersten Claim auch noch. Ich glaube, der erste Claim ist mittlerweile schon ganz schön uninteressant. Weil ich würde jetzt tatsächlich eher dafür sorgen, dass hier immer schön durchläuft erstmal. Dass wir hier auch vor allem viel Clodium bekommen. Hier kriegen wir nämlich tendenziell mehr als bei der anderen Anlage. Warte mal, ich will mal gucken. Ja, guck mal, hier, da ist schon einiges zusammengekommen an Clodium. Wie viel Gold haben wir denn eigentlich schon? Das wäre mal eine interessante Frage. Es läuft jetzt ja schon eine ganze Weile hier alles. Da kommt so viel Gold raus, ey. Ich komme gar nicht zum Ausschütten. So, warte jetzt. Wie viel haben wir denn jetzt hier? Jetzt nehmen wir den mal mit. Jetzt bin ich mal gespannt. Oder, genau, wir holen jetzt mal die wichtigen Sachen fürs Schmieden. Die holen wir jetzt mal vom anderen Claim hier rüber. Jetzt mehr T1-Bohrer aufstellen. Auch das, ja, durchaus. Nein, ich habe wieder... Ach, egal, komm, der Goldbarren schwebt ja da, komm. Wir fahren mal zum anderen Claim und holen mal eine Waage. Wir holen den Amboss, wir holen den Schmiedehammer. Das holen wir jetzt alles mal hier rüber. Ich will nämlich jetzt hier vor allem mehr machen, auf jeden Fall. Und mehr T1-Bohrer ist sicherlich nicht verkehrt, das stimmt schon. Wir haben ja auch genug Eisen dafür. Wir haben ja 50 Tonnen Eisen, oder was das war. Auf jeden Fall, nee, nicht 50, da wird irgendwie ein 10 Tonnen Eisenbarren auf jeden Fall. Kauf dir mal einen Bauhammer und klopfe alles fest. Ja, ich weiß nicht, wenn wir jetzt noch Sachen modifizieren, ob das jetzt so eine schlaue Idee ist, alles festzuklopfen. Mal gucken, weil ich will vielleicht auch nochmal Clodiumrohre auch kaufen. Wenn wir gleich nochmal, wenn vielleicht irgendwann mal die Börse mal wieder uns einen Bonus beschert, will ich mal die teuren Ketten verkaufen, die hier vor 50.000 und so. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie viel, wie schwer jetzt, also erstmal wie viel wer Wert hat und wie schwer jetzt dieser Goldbarren ist. Bin ich mal gespannt. Stopp, so, warte. Goldbarren auf die Waage. Er wiegt 45.000. Nice. Okay, warte, ich habe eine Idee. Wir ziehen mal hier das Hebelchen. Also geht nicht. Moment, da muss ich reparieren erstmal. Ist hier noch ein Kit? Habe ich da hinten? Da müssten noch welche stehen, oder? Ja, da ist noch eins. Okay. Müssen wir mal kurz nochmal die Dinger reparieren da hinten, dass ich nochmal das Hebelchen ziehen kann. Dann verarbeiten wir nämlich gleich mal die Edelsteine noch gleich mit. Genau, gleich erstmal reparieren hier.
Und dann gucken wir mal. Warte mal, wenn wir jetzt hier noch das Gold ausgießen, da müsste ja auch einiges jetzt zusammengekommen sein. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel das wiegt. Wo ich denn jetzt... Ja, genau. Warte. So. Oh. 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 Warte mal ganz kurz. Wir machen jetzt den geilsten Goldbarren, der je produziert wurde. Stell das mal aufs Feuer hier. Und in der Zeit ziehe ich mal hier hinten nochmal am Hebel. Oh, Baby. Was? Warum ist denn da Eisen drin? Das gehört ja aber nicht hin. Moment. Das gehört hier rein, wenn denn. Genau, dann gib mir mal das Ding hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie viel ist denn das wert? Wir nehmen jetzt den wertvollsten Edelstein. Nee, das ist ja lame, ne? 3000, das ist ja... Da stehe ich ja morgens überhaupt nicht auf dafür. Was ist mit dem Rubin? Der Rubin... 5000... Ja, okay, den können wir schon mal so ein bisschen hier rauflegen. Wählen wir schon mal die Kette aus. Wie sieht's denn aus mit dem Smaragd? Jetzt bin ich mal gespannt, ey. Jetzt kommt die teuerste Heizkette ever raus. Tja, lächerlich. 1500, lächerlich. Lächerlich, da stehe ich früh morgens nicht auf dafür. Und der Smaragd? Der Smaragd hat... 5000, warte mal, war das jetzt hier mehr? Okay, der ist mehr wert. Okay, dann nehmen wir den Rubin jetzt. Geil. Pass mal auf. Gieß mal den Goldbarren aus. Der müsste jetzt eigentlich eingeschmolzen sein. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie viel wiegt der? Also wie viel ist das Teil jetzt wert? 88.000! Geil. Beste. So, warte, das müssen wir teilen. Wir brauchen ja zwei. Geil. Hätte ich wahrscheinlich gar nicht einschmelzen brauchen, nochmal zusammenschmelzen, wenn ich es eh teile. War ja fast genau die Hälfte eigentlich. Ich weiß nicht, ob es exakt die Hälfte sein muss. Das ist halt so das Ding. Vielleicht muss es auch exakt die Hälfte sein. So, dann gucken wir mal. Dann schmeißen wir das mal hier drauf und schmieden uns mal was. Schmieden uns mal eine schöne fette Kette. Die Fettkette schmieden wir uns. Genau, diesen Schmelztiegel brauchen wir dann auch nochmal. Sag mal, wie viel kosten eigentlich so ein Schmelztiegel? Können wir uns den vielleicht von den 40 doch noch kaufen? Muss mal kurz gucken, warte mal. Ah, schade, der kostet 86. Kostet auch alles, nee, ist alles zu teuer. Müssen wir mitnehmen. Müssen wir alles aufs Auto packen, hinten drauf. So, jetzt müsste es glühen, oder? Jawohl, es glüht. Hoftata. Und. Hoftata, gib mir den Hammer. Yo, und wie viel ist die jetzt wert? Jetzt bin ich mal gespannt. Ta-ta-ta-ta! 112.000! Ho! Alter Schwede! Das ist meine Kette. Junge, Junge. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, jetzt verladen wir einfach mal alles hinten drauf hier, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Und dann nehmen wir mal das hier noch mit. Genau, den Amboss. Und dann stellen wir das alles beim anderen Kerl. Eine Säge hatte ich, glaube ich, schon vor Ort. Den Schmelztiegel nehme ich mal auch mit, den einen. Dann am besten hier auch noch so eine Schale vielleicht, falls man mal was hin und her transportieren muss irgendwie. Dann, was haben wir hier noch? Den Schleifer braucht man nicht. Die Waage, genau. Die Waage müssen wir noch mitnehmen. Weil hier das neu zu kaufen ist an der Stelle einfacher als bei dem anderen Claim, würde ich sagen. So, dann fahren wir mal rüber. Hoffentlich habe ich nichts vergessen jetzt. Also halt, warte, die Form, die Gussform noch. Moment. Die Gussform. Und den Bauhammer hier, warte mal, den können wir auch eigentlich gleich noch mitnehmen. Bauhammer mitnehmen und hier die Gussform für den Barren noch. Falls wir mal Manuel... falls wir mal Manuel einen Barren schmelzen müssen. Genau. Schwebt ja da hinten oben, das passt ja. Schmiedehammer, warte, habe ich den Hammer jetzt nicht mitgenommen? Hätte ich den liegen lassen? Warte. Säge haben wir schon an der anderen Seite. Okay, den Schmiedehammer habe ich tatsächlich liegen lassen. Schande, Schande, Schande. Den müssen wir doch auch mitnehmen. Das geht ja mal gar nicht hier, dass wir den einfach zurücklassen. Wir brauchen Schmiedehammer und Bauhammer. Huch, jetzt habe ich mir den Helm aufgesetzt. Haben wir alles? Haben wir alles? Jetzt haben wir alles.
Das ist ja Hammer. Ich kürze jetzt mal ab. Ich fahre mal hier vorne die Klippe runter. Ja, beste Idee mit einem vollgeladenen LKW. Oh. Ja, ganz hervorragend. Ausgezeichnet, läuft. Spielbär und seine guten Ideen, kann man da noch sagen. Schön langschleifen am Rand. Ja, komm. Los, jawohl. Hat da hingekriegt. Hat da hingekriegt. Hab alles im Griff. Ich hab alles sowas von im Griff. Auf dem Karren waren noch Barren. Das reimt sich. Ja, wir haben ja ganz viel Zeug noch, ne? Wir haben ja noch und so, wir haben ja hier und so. Ja, hast du nicht gesehen. Guck mal hier jetzt. Jetzt sind wir da hier. Jetzt können wir das mal alles hier aufbauen. Damit wir nicht immer so weit laufen und tingeltangeln müssen hier. Schön auf dem Berg geparkt. Hervorragend. Hier, wir bauen das jetzt alles mal. Wo bauen wir das eigentlich hin? Das ist eine gute Frage. Gleich hier direkt hier oben? Kann man gar nicht. Guck mal, warum kann man denn das hier nicht machen? Achso, hier. Okay, dann mach das dahin. So, dann gib mir hier Amboss. Jetzt nicht unter die Erde platzieren, das Ding. Ja, mach's dahin. Das schwebt ja. Warte mal. Geht das auch ohne, dass es schwebt? Irgendwie nicht so. Na egal, dann mach's dahin. Und den Kessel Buntes, den stellen wir mal hier hin. Hab alles im Griff. Oh, jetzt ist der Griff ab. Ja, genau. So ähnlich. So, die Waage kommt. Guck mal, die Waage ist lange nicht so widerspenstig wie das andere Zeug. Obwohl, doch jetzt schon. Mach die mal dahin. Genau, guck mal. Dann können wir nämlich, wenn wir dann hier eine Rampe runterbauen, können wir dann immer schön hoch und runter laufen. Apropos Rampe bauen. Genau, das müssen wir beim nächsten Mal machen, dass wir hier mal die Zugänglichkeit noch ein bisschen verbessern noch. Mit der Hake den Boden etwas anheben oder Fundamente drunter. Ja, ich glaube Fundamente, aber da will ich erstmal noch mit der Rampe vielleicht erstmal anfangen. Hier den Schmelzdings braucht man noch. So, Schunderwöhn, nice. Guckt euch das doch an. Und dann noch hier die Pfanne. Die Bettpfanne, die ist ganz wichtig. Und dann haben wir alles, oder? Das müsste also erstmal den Hammer noch, Moment. Hammer, Hammer. Packt mal die Werkzeuge mal hier in diese Rinne, da können sie nicht wegkommen. Und dann den Bauhammer noch. Bauhammer und dann hier die Säge, die legen wir mal auch gleich noch mit hier rein. Und vielleicht den Guss, die Gussform gleich auch noch mit da rein. Genau. Haben wir alles auf einen Haufen, das stellen wir mal weg. Müssen wir jetzt eigentlich nur zusehen, dass wir das Ganze noch ein bisschen optimieren vielleicht. Dass wir hier vielleicht auch mal jetzt das Clothium mal zusammenkratzen und mal gucken, wie viel da jetzt rausgekommen ist beim Clothium. Dann können wir nämlich auch mal Clothium-Anlagen bauen vielleicht. Oder vielleicht mal einen Clothium-Bohrer. Ich würde wirklich sehr gerne mal einen von diesen Clothium-Bohrern bauen und mal gucken, was dabei rauskommt. Weil den können wir nämlich dann wirklich auf diese Höhe stellen, wo die anderen Bohrer nicht weiterkommen. Und das wäre jetzt so das nächste Ziel, dass wir das mal machen. Aber wie gesagt, dazu braucht man sehr, sehr viel Clothium. Müssen wir mal gucken. Da braucht man 300 pro Anlage. Ist das Loch, was er da gebuddelt hat von heute? Nee, dieses Loch hat zwei Nächte. Also, das Loch hat eine Nacht gedauert, das zu machen. Die Anlagen und so aufzustellen, da hat er nochmal eine Nacht gedauert. Clothiumbohrer fordert ja dann Klostein. Ja, der fordert dann Kotsteinchen. Verfestigte Kotsteinchen fördert er dann. Koproliten nennt man die auch, glaube ich. Und an dieser Stelle endet diese Folge Hydronia in der Version 2.0. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die komplette Playlist rein oder auch in die anderen Videos, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Für euch wird es dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Unterstützung. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren und die Bär-Nachrichtigungen aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann sehen wir uns gerne wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.